Moin Moin und herzlich willkommen bei The Game Cutie zu einem weiteren Commentary auf unserem Kanal. Heute habe ich im Hintergrund für euch eine COD Advanced Warfare Gameplay. Ganz ehrlich, ich habe mir nichts zu dem Gameplay aufgeschrieben, aber das ist heute scheißegal, wisst ihr was? Also ihr werdet es im Titel gelesen haben. Wir haben endlich auf YouTube die 400 Abo-Marke geknackt und ich wollte mich dafür ganz herzlich bei allen Abonnenten oder allen, die es jemals waren, wollte ich mich wirklich bedanken und muss einfach direkt mal dazu sagen, auch wenn es kitschig klingt und wenn es jeder sagt, aber trotzdem möchte ich es dazu sagen, weil ich es ernst meine, würden wir nicht wenigstens so eine gewisse Bestätigung unserer Videos erhalten, dann sage ich mal, würde es den Kanal in der Form wahrscheinlich auch nicht mehr geben oder wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja, also ich bin mir sicher, ich hätte keine Motivation, den Kanal über die 3 Jahre, mittlerweile sind es mehr als drei Jahre, wisst ihr ja auch, hätte ich garantiert nicht gehabt. Und es freut mich, so eine gewisse Bestätigung zu erhalten, dass das Ganze wenigstens irgendwem Spaß macht und dass es vielleicht auch ein paar Leute erreicht und dass die auch einen Mehrwert darin sehen. Das macht mir echt Spaß und deswegen möchte ich mich bei euch bedanken, auch wenn ihr jetzt wahrscheinlich sagt, okay, A ist 400 Abos, ja, ist jetzt nicht viel, also es gibt Leute, die machen die am Tag und das kann ich auch verstehen, also kann ich eher verstehen, wird es viele geben, die dann auch sagen, ja okay, aber 400 Abos ist jetzt auch nur eine Zahl, ne? Und ich kann es verstehen, aber irgendwie, und ich bin mit dieser Einstellung eigentlich auch rangegangen, ja okay, also 400 Abos ist bestimmt geil, es sieht schön aus, aber im Grunde wird nichts anders sein als vorher, ne? Es ist ja immer noch derselbe Kanal, wir sind dieselben Leute, ja, gut, die ersten Verträge sind jetzt schon abgeschlossen, ich habe jetzt schon mal den Shop eingerichtet, ja, also ihr werdet jetzt demnächst auch Taschen und T-Shirts kaufen können von uns, auf jeden Fall, ja, und schön Werbung machen für uns, ne, jetzt mal ernsthaft, natürlich nicht, würde ich ja nie machen, das ist kacke, ich habe eine eigene Tasche von The Game Cutie, ja, auf jeden Fall, finde ich auch cool, aber eigentlich auch nur, um selber damit Werbung laufen zu können, ich würde das, den Kram nie verkaufen, also, nö. Nö, muss nicht sein, ne? Nee, aber es wird viele geben, die sagen, es ist auch eben nur ein weiteres Video und eigentlich ist sowas ja auch keine, sag ich mal jetzt, Feier wert. Es gibt ja viele, die machen dann ein dickes Special raus und ich weiß, wir haben, glaube ich, auch aus dem 300-Abo-Special oder so, haben wir bestimmt auch ein Special draus gemacht. Video, ein Special draus gemacht, so rum. Aber als ich dann heute gesehen habe, heute Mittag, ja, ich kam nach Hause und sehe dann da 400 Abos, nicht mehr. Okay, das ist schon nice, das ist schon geil, aber ich weiß echt nicht warum. Ich kann keine Begründung finden, aber irgendwie ist dann doch irgendwas da, wo man dann merkt, ja okay, das ist jetzt eigentlich ganz cool. Ne? Also es sieht natürlich auch besser aus als 399, das sieht klasse aus so. Und ich hatte heute auch den ganzen Tag so eine richtige Motivation, dann ein Video aufzunehmen. Ne? Also natürlich, in einer Form muss ich mich natürlich bei euch bedanken, auf jeden Fall, darauf komme ich gar nicht drum rum. Und ich bin mit Lars auch schon so ein bisschen am Überlegen, ob wir denn vielleicht noch eine Kleinigkeit verlosen. Vielleicht finde ich ja noch irgendwo was. Ich habe auf jeden Fall noch ein Steam-Game, das ich als Gift verschenken könnte. Muss ich mal gucken, ob ich das mache. Oder ob wir noch was holen. Keine Ahnung. Muss ich echt mal gucken. Ich hätte Bock drauf. Aber nun gut. Und damit das Video jetzt nicht so inhaltslos ist, wollte ich vielleicht noch kurz erzählen. Und das wollte ich eh schon mal als Video machen, habe ich mir aufgeschrieben. Nachdem, und das ist ein Video, das ist jetzt zu dem Zeitpunkt jetzt von der dicken Seekuh wieder inspiriert. Und zwar hatte er ein Video gemacht, wie er auf den Namen gekommen ist. Und das fand ich eigentlich von der Idee ganz interessant, weil ich glaube, das haben wir selbst noch nicht erklärt. Deswegen wollte ich das auch mal machen. Und das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Also okay, eigentlich ist es nicht lustig. Lustig wäre es, wenn man lachen würde. Tut mir aber nicht. Es war nämlich so, dass wir, als ich bei Johnny war, und wir die Idee hatten, einen Kanal zu gründen, dann, ihr wisst ja, das erste Video war unkommentiert, das heißt, das ging noch ohne Probleme, da mussten wir keinen Namen sagen, wer wir sind, aber trotzdem hatten wir den Kanal schon eröffnet, man konnte den Namen auf jeden Fall ändern, das weiß ich noch, weil wir hießen mal anders, und, dann haben wir da gesessen und wir haben echt lang für einen Namen überlegt, also, ich habe lang überlegt und Johnny hat dann nachher am Ende den Namen einfach eingeworfen. Ich fand die Idee nicht schlecht, aber dann habe ich ihn gefragt, wie er denn jetzt darauf kommt. So. Und dann meinte er, ja, also zu der Zeit, muss ich vielleicht anmerken, Johnny war ein riesiger StarCraft 2-Fan und hat dementsprechend auch haufenweise Streams geguckt. Und angeblich gab es dann da einen Streamer, der heißt BC Cutie. Und er fand die Idee mit dem Cutie am Ende ganz cool. Und die hat er auch damals schon verwendet, als wir zu viert gegeneinander MW2 gespielt hatten. An einer Konsole natürlich. Da haben wir auch Videos von hochgeladen. Und ich glaube, so hat er sich da mal genannt. Und, also da haben wir natürlich noch keinen Kanal gehabt. Aber trotzdem hat er schon irgendwas mit Cutie drin.
Und er fand die Idee, das als Kanalnamen zu verwenden, gar nicht mal so schlecht. Und im Grunde, mir war das ja egal, weil ich hatte nicht lange vor, einen Kanal zu führen. Ich hatte auch nie so drüber nachgedacht. Ich hatte mal kurz den Gedanken gefasst, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich damit jetzt 3 Jahre verbringen werde. Und von der Idee, ich war eigentlich recht schnell davon überzeugt, dass es ein guter Name ist, dass man ihn so nehmen kann. Und jetzt so im Rückblick betrachtet, ist der vielleicht eben nicht so optimal. Mir gefällt der Name äußerst gut, ja. Der ist mal was anderes. Aber was man auch dazu sagen muss, es ist eben nicht ganz so einfach zu merken oder auszusprechen für viele anscheinend, ne? Nee. Also es gibt bestimmt Namen, die besser im Gedächtnis hängen bleiben. Aber mir gefällt der Name wirklich gut und ich hätte jetzt auch keine Lust, mir den Namen zu ändern. Also hätte ich auch vor 1,5 Jahren nicht gehabt. Muss ich einfach sagen, mir gefällt der Name in der Form, wie er ist, gefällt er gut. Und ich finde, jetzt haben wir eh so eine gewisse Charakteristik aufgebaut und die darf er jetzt nicht einfach verlieren, seine Identität. Das Video ist an dieser Stelle eigentlich schon wieder zu Ende. Schade, ich hätte noch ein bisschen erzählen können. Na gut, heben wir uns das fürs nächste Video mal auf. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal A fürs Zuschauen, B bei den 400 Abonnenten und vielleicht bei allen, die es jetzt noch werden wollen. Unser kleiner Kreis der Irren empfängt natürlich immer gerne neue Mitglieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Kommentare sind wie immer gern gesehen, auch wenn es jetzt hier kein richtiges Thema gibt, zu dem man was schreiben kann, aber trotzdem, irgendwas fällt einem ja immer ein. Und ich würde sagen, bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!